bin heute auch ein bisschen durcheinander. So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Anno 1404. Wir werden heute sonst nein, ich glaube, kein du Geld hast an ihn zahlen. Was auf dem Spiel steht. Treibgut. Das bergen wir mal. Das liegt hier irgendwie rum. Wir werden heute mal gucken, dass wir unsere Gesandten vergrößern auf 1040. Ich guck mal gerade, wie viel passen denn in eine Gesandtenwohnung? 25. Wir brauchen also noch insgesamt fast 200 Leute, 190 um genau zu sein, damit wir auf die 1040 kommen. Jetzt muss ich mal gerade überschlagen. Das sind also irgendwas mit 8 Wohnungen oder so. Warte mal, 4 mal 25 sind 100. Ja, also mit 8 Wohnungen haben wir auf jeden Fall genug. Mit 7 wäre es ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir müssen jetzt 8 von den Nomadenwohnungen upgraden. Das Leben ist anders geworden, seit wir hier sind. Nur zu, wagt das Abenteuer und schickt ein Schiff auf Entdeckungsreise. Expedition? Glückwunsch, Sie besitzen eine Expeditionskarte. Sockeln Sie dieses Item in einen Ihrer Schiffe und aktivieren Sie es mittels Linksklick. Automatisch bewegt sich das Schiff zum Kartenrand und verlässt die bekannte Welt. Aha. Wo habe ich denn eine Expeditionskarte? Also ich habe hier einen versiegelten Kaperbrief, eine Tonscherbe. Schöpfkelle, zerstörtes Buddelschiff. Oder hat er das aufgenommen? Ja. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ah, okay. Und jetzt kann ich das losschicken. Zusätzlich mit Waffen und Seilen. Ah, zerrissene Seekarte. Erfolgschance ist niedrig. Ah, okay. Alles klar. Die Ladung an Bord wird während der Expedition verbraucht. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Dann gucken wir gleich mal, wie wir das einsetzen können. Noria ist schon wieder alle. Die bauen wir wieder hoch. Kein Problem. Hier so. Nein, du benötigst jetzt keine Hilfe. Ich muss erstmal meine Leute wieder alle auf ausgeglichen setzen, dass wir hier wieder Geld machen. Und nicht die ganze Zeit Geld verlieren. Das ist nämlich auf Dauer ein bisschen schade. Was wir aufrüsten müssen. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Ja, ist ja gut. Dann nehmen wir halt hier. Haben wir hier auch ein schnelles Schiff? Ne, wir haben hier nur normale Schiffe. Dann warten wir jetzt mal, bis das andere Schiff zurück ist. Hier, dieses hier. Ne. Da ist unsere. Unsere Nemesis, nein, die meine ich auch nicht. Da ist es, unsere Heureka. Die schicken wir gleich mal los. Und dann nimmt die hoffentlich gleich auch Sachen mit. Ah, wir können das Quarz nicht mehr reinladen, weil das schon voll ist. Können wir das nicht einfach... Bravo. Man sollte sich deine Taten zum Vorbild nehmen. Aha, okay. So, wir können ja gleich mal gucken. Wir brauchen Seile und Waffen, haben die gesagt. Da stand aber jetzt nicht wie viel, ne? Ausrüstung. Nehmen wir mal 10 Tonnen mit, würde ich sagen. 10 Tonnen Waffen. Eine Noria 10 Tonnen Seile. Letztes Wasser. Oh, schon wieder. Und zwar auch hier. Wie gesagt, eine große Noria wäre echt King. Das werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Die große Noria. So, und dann werden wir mal... Normale Erfolgschance. Wenn ich jetzt noch mehr lade, gibt das mehr Erfolgschance? Oder ist das einfach nur... Oh, doch, sehr hoch. Upsala, ich habe die fallen lassen. Das wollte ich nicht. Genau. Ich wollte eigentlich... Ein fairer Handel. Ja, geh doch mal weg, bitte. Ich wollte eigentlich mal gucken, wenn ich... Ah, dann ist sie noch hoch, die Erfolgschance. Dann ist sie normal. Also umso mehr ich verbrauche, umso mehr ist die Erfolgschance, aber das ist ja eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir doch mal die sehr hoch. Habe ich die jetzt auch wieder rausgeladen? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht mit der Steuerung. Also mit Rechtsklick
werfe ich Sachen über Bord. So wie das zum Beispiel, was ich auch nicht brauche. Das habe ich jetzt hier. Wo sockel ich das denn jetzt ein? Sockel ich das jetzt hier ein anstelle von dem Rumpf zum Beispiel? Ja, anscheinend. Ja, und dann aktivieren wir das Item. Und auf geht's. Alles klar, dann machen wir Gott mal hier die Expedition. Gott lege seine schützende Hand über dieses Schiff. Genau, und wir müssen jetzt noch schnellstens hier die Sachen aufsammeln. Die stapeln sich ja zum Glück. Das heißt, das können wir mal eben machen. Das ist kein Problem. Die vier Schiffe haben das hier, glaube ich, ganz gut im Griff. Wir könnten auch hier die Ladung noch aufladen, aber wie gesagt, das ist gerade echt wenig sinnvoll. So, wir wollten eigentlich die ganze Zeit hier upgraden. Was uns hauptsächlich Werkzeug und Holz und Mosaiksteine kostet. Auch die, da haben wir natürlich nicht ganz so viele, aber das müsste für ein paar Häuser reichen. Wir brauchen 8 insgesamt, die noch aufsteigen müssen. Wir nehmen mal die beiden hier, die wir alle beiden sind von Allah hier, gesegnet. Das hier und das hier. Dann lassen wir die wieder auf ausgeglichen und die lassen wir natürlich einziehen, die Gesandten. Da müssen wir natürlich nachher mal gucken. Da brauchen wir auf jeden Fall später noch mehr Produktion. Das müssen wir dann mal schauen, wenn wir wirklich 1040 dann erreicht haben. Das wird jetzt langsam hochgehen. Von 1000 Gesandte. Ah, ich habe ja nur 6 gemacht, ne? Genau, ich muss ja noch 2. Ich deppert. So, da müssen wir noch 2 aufwerten. Die hatte ich ganz vergessen. Das reicht ja so noch nicht. Machen wir, glaube ich, mal hier an der Hauptstraße gleich. Können wir eigentlich... Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Ne, Straßen können wir wirklich nur die Dinger hier auch nehmen. Die normalen Steinstraßen, aber da haben wir halt viel zu wenig Stein. Expedition gestartet. Okay, Schiff Eureka hat die bekannte Welt verlassen. Es gibt also jetzt eine Expedition. Das ist bestimmt auch so ein Feature, das erst in Venedig aufgekommen ist, glaube ich, im Spiel. Das kann ich mir zumindest anders nicht vorstellen. Patrizier ausgeglichen. Und Adlige und Bürger und auch die normalen Bauern. So. Dann machen wir jetzt nochmal 2 hoch. Und jetzt können die nochmal wieder ein bisschen mehr Geld bringen. Und die Gesandten weiter einziehen. Dass wir jetzt hier auf 1050 kommen und damit sind wir über die Grenze drüber. Dass wir die Noria und den orientalischen Platz und die orientalische Statue bauen können. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. 1000 Gesandte erreicht, 10 Edelsteine, juhu. So, nächster Meilenstein quasi genommen. Das war auch nicht ganz so schwer, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber schaffen muss man es trotzdem. Trittmühlen ist ein Sandsturm, das interessiert mich gerade wenig. Aber okay. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um ja diese Angelegenheit zu regeln. Deswegen sammle ich die Dinger jetzt hier nacheinander auf. Und dann haben wir hier gleich alle 4 und dann kann er die direkt bekommen. Nee, nicht da, sondern dort müssen wir hin zum der Rat der 10 Kaiser, Lord Northburg. So, wieder Geld. Sehr schön, 160.000 knapp, das ist doch gut. Das läuft eigentlich alles momentan sehr, sehr gut, muss man sagen. Da gibt's wenig zu meckern. Wir sind wirklich gut dabei. Wir hatten jetzt hier, glaube ich, auch genau die Schweinehäute schon drin. Ich weiß nicht, wie groß die Produktion bei 2 wirklich ist. Das wird wahrscheinlich die Welt sein. Hier 3 Tonnen. Das Schiff ist aber auch gerade abgefahren mit 31 Tonnen. Das geht. Ach, das Glas. Ah, warte, das muss ich jetzt aber nochmal gerade machen. Das wollten wir eigentlich schon länger tun. Das wollte ich eigentlich schon viel länger tun, weil hier solche Orte haben jetzt hier 4 Sachen abzuholen. Das ist natürlich ein bisschen zu viel für ein mittleres Markthaus. Da müssen wir schon ausbauen, damit das noch lohnt.
damit wir einen Marktkarren mehr haben. Und hier sowieso. Auch hier haben wir 4. Hier geht's, denke ich mal, noch so. Aber wie gesagt, das müssen wir machen. So. So, und jetzt kannst du wieder weiterfahren. Wir können das aufwerten. Wir können das vor allen Dingen aufwerten. Und dann haben die hier auch mehr Möglichkeiten durchzufahren. Können hier auch noch ein bisschen Steinstraßen bauen. Denke ich mal. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Das wollte ich doch wohl meinen. In Pandoville sind wir jetzt auch schon auf dem Status Stadt. Ihr versteht es, eine Siedlung zum Erfolg ja, zu führen. Sehr schön, 200 Ruhm. Habt ihr eure Pflicht erfüllt und den Auftrag ausgeführt? Ich denke, wusste, ja. Man kann euch in dieser Sache trauen. Gold und Ruhm, sehr schön. So, oh, das sieht gut aus. Ich bin begeistert. Okay, der Sandsturm auf Trittmühlen hat sich gelegt. Sehr, sehr, sehr gut. Mal gucken, was bei der Expedition jetzt rumkommt nach einer Zeit. So, die Gesandten sind nur noch ausgeglichen, denn die möchten jetzt gerne Perlenketten haben. Oh, wie kriegen wir denn die Perlenketten hergestellt? Ach so, Perlentaucherhütte. Das muss an der Küste errichtet werden, benötigt Muschelriff in der Nähe. Oh, wo haben wir denn hier einen Muschelriff? Als Gesandter des Sultans ist man gemeinhin mehr Luxus gewöhnt. Ja, ist mir klar, aber wo gibt es jetzt... So, große Noria kann hier zum Beispiel... Wenn man es geschickter angelegt hätte, könnten die hier 2 Gebiete bewässern sozusagen. Aber dem ist leider hier ja wenig so. Wir könnten natürlich auch sagen, wir bauen eine Noria hier rein und vergrößern damit ein bestehendes Gebiet. Das geht natürlich schon. Wenn man die hier zum Beispiel irgendwo hinbaut, wo die alte steht, dann hätte man natürlich einen wesentlich größeren Umkreis. Das wäre sowieso wichtig, das machen wir gleich mal. So, und dann... Haben wir nicht genug Mosaik. Scheiße. Das ist schlecht und außerdem sollten wir dann mal gucken, dass wir Mosaik jetzt nicht mehr unbedingt handeln hier. Höchstens einkaufen. Das war jetzt ganz schön gefailt wieder. Dass wir so auf 40 Tonnen kommen, genau. So. Ja, blöd, jetzt produzieren die hier nicht, wenn wir gerade hier erhöhte Nachfrage haben. Das ist nicht so schlau. Das war jetzt nicht gut, dass ich es einfach gelöscht habe. Vor allen Dingen wollte ich das eigentlich auch so nicht. Ich dachte, ich könnte die direkt anbauen. Aber ich hatte mich bei den Ressourcen irgendwie vertan. 30 Mosaik ist natürlich auch echt eine Menge Holz, ne? So, Teppichknüpferei. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Noch eine Lehmgrube. Tastenhausen gehandelt. So, jetzt noch ein Quarzsteinbruch. Wir könnten natürlich hier was bauen. Das machen wir einfach mal. Yalla yalla, sagt er. Schickt eine Karawane los. Ach, die kommen jetzt erst, oder was? Das habe ich noch gar nicht. Okay, aber ich krieg's immerhin. Das ist schon mal sicherer, als wenn wir warten, ob er hier was macht. Ach nee, das ist unser Schiff. Siehste, das könnte nämlich dann ziemlich blöde werden, wenn das nicht klappt. So haben wir immerhin eine gewisse Garantie, dass das funktioniert. Und was ist mit ihm? Ach, er ist wieder ein Korsarenschiff. Angriff, meine Freunde, Angriff. Aber mal schnell. Aber mal schnell. Reicht eigentlich auch, wenn das große Schiff da angreift. Das ist die Handelsflotte von ihm. So. Hier oben zum Beispiel wäre da eine große Noria auch hilfreich? Nee. Nicht so wirklich. Die würde den Raum hier unten halt besser erschließen. Da würden wir noch ein bisschen Platz bekommen. Das wäre schon gut, aber halt auf Dauer auch. So. Meine Karawane wird in wenigen Augenblicken bei euch eintreffen. Na super, das hat's ja gebracht. Hier ist schon alles vertrocknet. Nein!
Oh, wir werden so leiden jetzt, weil unsere Waren gleich alle sind. Obwohl, das dauert ein bisschen, aber... Ah, wir haben auch 36. Wir können jetzt die Noria bauen. Ich denke mal auch so. Zack. Große Noria, die hat nämlich wesentlich mehr Kapazität. Die ist richtig gut unterwegs. Das, was sie kostet, habe ich nicht gesehen. Egal. Lohnt ja nicht, um eins das aufzubauen. Aber jetzt wird auf jeden Fall hier gut bewässert. Schreitet voran. Damit können die wieder anfangen, hier zu produzieren. Sehr gut, weil wir brauchen natürlich auch jetzt bei 1050 Gesandten und 330 Nomaden vermutlich ein bisschen mehr. Ich rechne das mal gerade on the fly aus. 1050 und 330 Nomaden nur noch. Das, alles andere ist ja aktuell geblieben. Dann brauchen wir tatsächlich sogar zwei Perlenketten-Produktionsstätten. Wir brauchen zwei Kaffeeplantagen. Zwei Teppichknüpfereien haben wir schon. Dreimal Milch und dreimal Datteln. Ein gutes Geschäft. Danke, ja. Wir haben ja hier schon zwei Dattelfelder. Und hier oben noch... Ne, da ist Gewürz. Und hier haben wir zweimal Milch. Hier sind auch dreimal Gewürze. Und hier ist noch einmal Milch. Also dreimal Milch haben wir schon. Ach, hier... Hier oben ist die dritte Dattelplantage. Wir haben tatsächlich von beiden schon drei. Das heißt, das reicht aus. Aber wir bräuchten jetzt eben noch die zweite Kaffeeplantage. Von ihrem Expeditionsschiff fehlt jede Spur. Wie jetzt? Wie, es ist verschollen? Was ist das denn? Ist mein Flaggschiff einfach hin? Wow! Wir haben eine Chance von sehr hoch gehabt, dass es funktioniert. Und jetzt ist alles Schrott. Auch ihr müsst euren Beitrag leisten. Ich helfe euch gerne aus. Toll. Das hat's ja vollgebracht. Sammeln wir das Treibgut wenigstens noch ein. Ich helfe euch gerne aus. Das war ja ärgerlich, ey. Oh, das war echt bitter. Bei so einer hohen Wahrscheinlichkeit so zu versagen, das ist natürlich auch eine Leistung. GG, würde ich sagen. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Perlentaucherhütte. Ach hier, da ist so eine Muscheldings. Da brauchen wir wieder mehr Mosaik, das kommt ja gleich. Also hier können wir auf jeden Fall Muscheln ernten, hier oben auch. Und wir brauchen ja zwei Perlenknüpfereien. Dann gucke ich mal gerade, wie viel wir dafür brauchen für die Perlenknüpferei. Perlenknüpferei. Waren. Nee, IAM. Was ist denn IAM 1404? Das ist ja auch falsch. Rohstoffe. So, was habt ihr denn hier? Kaffeebohnen, Kaffeeperlen, Perlenketten. Da geht's uns ja eigentlich drum. So, was ist das hier unten für ein Fahrzeug? Meine Entermannschaft. Da ist schon wieder so ein Arsch, der uns ärgern will. Ich weiß. Die Solaris ist auf dem Weg. Dann greifen wir das schon mal an. Wie war das jetzt hier mit den Kaffeeplantagen? Haben wir eine, haben wir sogar schon zwei. Zwei Kaffeeplantagen haben wir. Wie sieht es denn mit Röstereien aus? Haben wir die hier auch? Sogar noch eine Seidenplantage. Ich glaube, die Kaffeerösterei haben wir ja irgendwo hier, ne? Ja, eine Rösterei. Müssen wir eine zweite bauen. Das ist, glaube ich, kein Problem, oder? Guck mal, wir haben 21 Tonnen Kaffeebohnen, da können wir auch locker noch eine zweite Kaffeerösterei nachher bauen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. So, Perlenketten. Eine Perlentaucherhütte und eine Knüpferei. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich auch beide Hütten bauen. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Das heißt, wir können eh erstmal nur eine Hütte bauen und... Nicht mal eine Knüpferei. Na wunderbar.
Das ist ja ganz klasse. Aber der geht wenigstens hier dran. Das kann er erreichen, trotz der beschränkten Kontoreichweite, ne? Genau. Gut, das klappt schon mal. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ja schon mal einiges erreicht. Wir befinden uns auf dem Weg zufriedener Gesandter mit Perlenbedürfnis. Das ist jetzt, wie gesagt, nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier... Mosaikmacherei, denen fehlt Ton? Warum? Fehlt dem der Ton? Der Quarzbruch ist hier. Wir haben noch eine Tongrube hier. Reicht das nicht? Und wir haben da hinten auch noch eine Tongrube, glaube ich, ne? Ne, es ist Quarzbruch. Brauchen wir wohl eine zweite Tongrube irgendwie. Sollten wir vielleicht dann auch in Angriff nehmen. So, einfach mal hier eine zweite Tongrube hin. Schadet ja nicht. Dann kann der hier nämlich auch ein bisschen besser produzieren, wie mit einer Tonne Ton. Das dauert ja ewig. Ich guck mal gerade nach Mosaikmacherei. Huch, das wollte ich nicht. Mosaikmacherei, da müsste ich auch mal kurz nachgucken, wie viel das denn braucht für Mosaike. Das war ja auch so ein Bedürfnis, genau, der Araber. Zwei Tongruben, ein Quarzbruch und eine Mosaikmacherei. Das heißt, wir haben eh schon immer zu wenig Mosaike hergestellt. Okay, ja, dann müssen wir da jetzt auch zwei Tongruben aktiv haben. Das wusste ich gar nicht. Und ein Quarzbruch reicht aus. Das heißt, wir können den hier auch ruhig schon mal abreißen. Den brauchen wir nicht. Der ist wirklich über. Gut, hier werden jetzt schon mal Perlen getaucht. Dass wir bald auch ein paar Perlenketten herstellen können. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Denn jetzt aktuell sind wir hier erstmal fertig. Hier oben kommt kein Zimmermann hin. Deswegen vergammeln die hier alle, die Adelshäuser. Das ist so ein bisschen so die Adelslums von Tastenhausen. Aber nun gut, da müssen wir mit leben. Das lässt sich leider auch nicht anders organisatorisch hier aufbauen. Von daher müssen wir damit klarkommen. Aber immerhin, wir haben schon einiges geschafft und sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer verabschiedet sich mit einem großen Ciao, ciao.